Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Es wäre effektiver, wahrscheinlich erstmal die Reiter platt zu machen. Selbst der Turm schießt er jetzt hier. Ich muss vielleicht noch einen Turm in die Mitte des Zentrums bauen, weil die sind ja jetzt einfach... Normalerweise kämpfen die ja. Aber die sind jetzt hier einfach durchgelaufen. Das ist nicht gut. Ich habe jetzt hier gar keine Truppen. Muss ich kurz mal hier so einen Trupp hochschicken. Ach, jetzt gehen die wieder. Okay, jetzt ist der Händler tot, jetzt greifen die auch an. Okay. Also um die Händler platt zu machen, muss ich hier wahrscheinlich noch ein paar mehr Türme aufstellen an sich. Ja, unsere Armee ist auch schon wieder bis ziemlich reduziert, eigentlich mehr als ich gedacht habe. Und ja, du baust hier das Dorfzentrum. Und die Hütte hier lassen wir stehen, die passt gut rein. Da bekommen wir jetzt auch hier erstmal Eisen. Fertig. Und ihr könnt hier das hier oben platt machen. Ergreift sie! In der Zwischenzeit könnten wir eventuell schon hier ausbauen. Und einfach mal die Türme ausbauen. Die stehen vielleicht nicht ganz ohne Grund hier. Vielleicht kommen irgendwann noch feindliche Truppen von hier unten. Das Gebäude ist ausgebaut. So, Kerbos steht auch wieder. Es ist Zahltag. Ja. Das Gebäude ist ausgebaut. Hier oben würde sich guten Turm machen, einfach der Aussicht wegen, damit wir sehen, was da kommt. Ausbau abgeschlossen. Das hier unten braucht noch eine Weile. Gut, wir haben jetzt noch einen Untätigen, der sitzt hier oben. Ausbau fertig. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ja. Alle Bauernhöfe sind belegt. Oh. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ich hab dich beim ersten Mal verstanden. Gut. Fertig. Was könnten wir jetzt hier noch groß bauen? Eine Architektenstube brauchen wir hier nicht, das auch nicht. Ich denke, wir sind hier dann eigentlich schon bald so gut fertig. Ich denke nicht, dass die hier von unten kommen werden. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt weiter? Normalerweise müsste man es hier auch vorbereiten, aber die müssten dann quasi erstmal an unserer Basis vorbei. Da würden die ja erstmal die Basis angreifen. Forschung abgeschlossen. Aber als General wäre das natürlich ein Fehler, nur darauf zu setzen. Also werden wir dort auf der anderen Seite im Verlauf der Mission auch noch Türme hinsetzen. Ich tue mein Bestes. Wie ihr befehlt. Angriff! Okay, die haben ja Mauerstücke hingesetzt. Nun, Schwefelmine. Fertig, Meister, sofort. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Das hätten wir. Da lebt ja doch noch einer. Ja, es ist Zahltag. Ausbau vollbracht. Vielleicht sollte ich mir hier oben eine Kaserne hinbauen, damit ich hier wieder aufstocken kann, genauso wie hier. Genug Wohnhäuser durchlaucht. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich habe noch nicht die Technologie für Kaserne erforscht. Das ist schlecht. Kein Problem. Ja. Und erforschen. Die hier standen ja schon von Anfang an da. Und die Garnison schicken wir jetzt auch hoch. Ja. Das Wohnhaus ist hier auch bald fertig. Dann können wir auch hier anfangen mit Türme bauen. Und hier sind ja... schöne Dinge wieder zu verteidigen.
Aber gern. Genau. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Mit Vergnügen. Okay, ich dachte, er könnte angreifen, aber naja. Ich zeige euch den Weg. Kerberos, nee. Trupp 1. Ja, Herr. Bringt den Bergmann dort oben um. Wie ihr wünscht. So leid es mir für dich tut, aber ich kann dich doch nicht stehen lassen. Sieht durch mein Fernglas. Oh, hier ist eine Mauer. Mit einem Einsiedler, Wanderer. Okay. Sieht durch mein Fernglas. Okay, da haben wir schon mal eine interessante Ecke gesehen. Ich zeige euch den Weg. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ergreift sie! Euer Wunsch ist mir Befehl. Fertig. In Ordnung. Gehen die überhaupt hin? Für Ruhm und Ehre. Wo kommen die her? Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Fertig. Jawohl. Na gut, wo schicken wir dich jetzt als nächstes hin? Am besten hier unten. Natürlich. Einfach mal rumlaufen. Ah ja, die machen jetzt natürlich die Gebäude kaputt. Aber okay. Nichts lieber als das. So, das hätten wir. Nun, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal Folgenende machen, rendern, hochladen. Und dann... Jawohl! Ja, jawohl. Wir müssen den Bergmann platt machen. Mach den Bergmann platt. Ich will hier meine Ressourcen behalten, aber noch nicht die weitere Mission auslösen. Einfach nur, um besser vorbereitet zu sein. Aber ich werde den Rest einfach überspringen. Dann wahrscheinlich genau auch schon, sobald Feinde es wieder... Haben einen Arbeiter attackiert. Was hier unten? Oh, der Wolf. Ah. Die Wölfe sind nervend. Alarm! Natürlich. Kein Nehmt Problem. Die Waffen in die Hand und Armbrustschützen. Wird erledigt. Lauf und lass die Gebäude auf den Wolf schießen. Ja. Das ist praktisch. Zahltag. Habe ich ja eigentlich in der ersten Kampagne so gut wie nicht benutzt, weil es da irgendwie nicht nötig war. Aber hier, ja. Naja. Ist in Ordnung. Ach ja, sind jetzt fertig, überall Meister. Gebäude und so, die angegriffen Einige werden. Eure Arbeiter wird angegriffen. Ich frage mich eigentlich jetzt gerade, ob die Wölfe mal wieder neu spawnen. Wenn ja, wäre das ja echt nervig. Ja, ist gut. Ausbau abgeschlossen. So auch. Ha, es ist schön, so verschwenderisch mit Ressourcen umgehen zu können, um alles hier zu befestigen. Nichts irgendwie schon schade. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ach ja, du machst ja jetzt die ganzen Gebäude kaputt. Ach, die schöne Hütte. Naja. Gut, ich denke, jetzt können wir den Alarm wieder auflösen. Der Alarm ist. Ansonsten geht ja unsere Wirtschaft nicht weiter. So, hier oben steht eine Kaserne. Das heißt, da können wir jetzt auch Truppen wieder aufladen. Ja. Eigentlich alles okay soweit jetzt hier oben. Ich werde noch einen Turm hier ins Innengelände reinstellen, falls sie durchkommen. Ja. Und das war erstmal die Befestigung der einen Seite. Hier sind wir ja noch nicht ganz so weit. Aber es geht. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da.
Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Habe Holz gefällt. Das klingt sehr, sehr vertrauenswürdig. Gut, dann... Ich wollte eigentlich Schluss machen, aber es kam jetzt irgendwie wieder was dazwischen. Ich wollte auch noch hier oben einen Alchemisten setzen, direkt neben der Schwefelanlage. Das Gebäude ist ausgebaut. Ah, es kommen Händler. Und ihr werdet hier wahrscheinlich nicht lange leben. Aber schön, dass die Verteidigung funktioniert. So in den Radius rum, ja. Todesschlucht, wie schon gesagt. Wie ihr wünscht. So, hier muss ich eigentlich nichts mehr machen. Das hier ist jetzt automatischer Abriss. Euer Dorf steht unter Beschuss. Von wo? Ach so, der Schütze. Gut. Einer steht noch frei, das ist der hier unten. Aber der kann weiter Holz fällen. Fällt mir ein, ich kann jetzt noch ausbauen. So viel zu Schluss machen, ne? Ach ja. Eisen und Taler. So, Ausbau. Ich hab getan, du kannst mir Holz fällen. Du hier oben kannst mir auch Holz fällen. Holz kann niemals schaden. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ausbau folgt. Bauen wir auch gleich die Schwefelgrube mit aus. Und dann sind wir hier erstmal sicherer. Ausbau abgeschlossen. Das hier können wir auch gleich ausbauen. Es ist Zahltag. Ach, wie schön. Gut, dann machen wir erstmal hier Schluss. Ich baue den Rest auf, baue Armee auf und dann machen wir weiter. Ich hab getan, was ihr wollt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Beginnt seine Arbeit.